Planet Heidelin. Von saftigem Grün bewachsen und vom Urkristall beseelt. Ihm verdanken alle Wesen die schier unendliche Fülle an Gaben der Natur. Im Westen des größten Kontinents liegt Eorzea, das von den Göttern geliebte Land. Der Kristall ließ es erblühen und große Zivilisationen hinterließen ihre Spuren, die in glückseligen Zeitaltern des Lichts erglänzten. Doch jedes Mal verging, was ewig Bestand zu haben schien. Im Jahr 1572, im sechsten, letzten Zeitalter des Lichts, kam es auf der Kartenoer Heide zu einer erbitterten Schlacht. Dort die Galliar, die den Kontinent einzunehmen suchten. Und hier die Streitkräfte der drei Stadtstaaten, vereint zur Eorzeischen Allianz. Doch der wahre Gegner war Dalamut, der Mut, der galliischer Kontrolle entglitten, zu Boden fuhr. Er war der Kerker eines Gottes, Bahamut, dessen Zorn sich nun auf alles entfesselte, was sich ihm bot. Die siebte Katastrophe war da. Fünf Jahre sind seither ins Land gezogen. Noch trägt das Land die Narben des Unglücks und die Trauer sitzt tief. Dennoch lebt die Hoffnung in dieser Welt, die das Unglück mit Gefahren und Rätseln belohnt. Eorzea ist auferstanden. Schreitet in das siebte Zeitalter des Lichts. Neu ist die Welt auch für diesen Abenteurer. Das Glück sei mit ihm. Und der Urkristall möge ihn leiten.
Hey Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem relativ großes Herzensprojekt, was ich schon immer mal starten wollte. Nur ist es dann halt, ich habe es sogar schon mal gemacht gehabt. Und dann, ja, ich mach's mal kurz und knackig. Passwort ging gar nicht mehr, nicht einmal irgendwie was, bla bla bla. Was ist? Aber ist er jetzt dann nach 3-4 Jahren? Ja, so lange ist er schon mal wieder her. Ich habe mich so geärgert und seitdem habe ich es dann nie wieder angegriffen, weil mich das einfach so verbittert hat von dem Spiel, wieder so abgeschreckt. Hat meine Freundin gesagt gehabt, ich kaufe da einfach das Spiel. Wenn's geht, geht's, wenn's nicht. Wurscht. Was haben wir im Endeffekt? Hat's was gekauft. Und sag mal so. Ich habe so oft das falsche Passwort eingegeben, dass sie mir die E-Mail geschickt haben, dass sie es quasi gesperrt haben und mir eine neue Passwort verlangt haben. Haben wir gemacht? Jetzt spiele ich's. Let's go! Man kennt es wie bei One Piece, Digimon. Ich lese. Senf dazu. Tschüss, Baba. So auf chillig, auf ganz auf chillig, jetzt leider irgendwie so über drüber mit einem heftigen Wissen oder das und das passiert. Na, es erinnert mich schon mal ein bisschen an Skyrim, das muss ich schon sagen. Ich freue mich ja jedenfalls mal mit den langen Schwertern. Oh, geil, hat schon das heftige Feeling. Hat schon sehr was von Final Fantasy 7. Man muss aber auch sagen, ich habe es ja schon zweimal, glaube ich, gespielt. Und zweimal war ich in einer komplett anderen Welt, also wo es startet. Diesmal habe ich mal gedacht gehabt, Schwert und Schild. Ich hoffe, ihr mögt den Charakter. Ich mag ihn irgendwie. Ich finde ihn irgendwie urnice. Ja, wie geht's dir? Nett. Oh shit. Ja, na, vielleicht irgendwie was Bares? Also sogar. Okay, nicht schlecht. Na, hallo? Ah! Pfarrer, kannst du besser? Ich will doch gleich mal loslegen und scheiß auf mal auf die anderen. Wir sollten hier weg. Na, moin. Oh, die kämpfen auch noch gegeneinander. Kämpfen ist ein bisschen übertrieben. Der fliegt eh schon gleich 10 Kilometer weit entfernt. Bist du Depp oder? Der ist geflogen, geil. Ja, okay, ja, wieso nicht? Vielleicht lernen wir sie ja auch mal ein bisschen besser kennen. Ja, oder sind wir einfach keinen Bock auf die? Ich finde ihn irgendwie. Allein schon die Haare und so, ich finde das so fein. Ich weiß nicht, vielleicht taugt es einen überhaupt nicht, mir taugt er voll. Ja, um stark zu werden eigentlich. Ich würde sagen, um stark zu werden.
Nein, du schaust ja. Also ich finde, der Ort ist irgendwie so voll so Australien, so Afrika-mäßig. Also jetzt nur diesen Teil, nicht das, was jetzt da im Hintergrund ist. Und ist schick. Das ist gut, da kann er sicher gut wetten. Also ich kämpfe gern. Sich da vielleicht auch gleich mal einen ganz kurzen... Tanalan, das karge Steppenland im Süden des Kontinents Aldenat. Moin, das ist eine Maus. Inmitten des glühenden Sandes liegt eine Oase voll sprühenden Lebens und feiner Kultur. Uldar. Warum geht es nicht weg? Kannst du ihn einmal bewegen? Die unerschöpflichen Minen und Naltals Segen bescherten der Stadt ihren Reichtum, von dem die prächtigen Straßen mit Stolz zu erzählen wissen. Massive Mauern behüten Uldar wie ein kostbares Juwel, das sich nun einem Neuankömmling offenbart. Dass das mit dem Touchpad geht, finde ich arg. So wie auf dem Computer, ne moin. Ahnt noch nichts von seinem Schicksal. Ich hoffe, dass wir die noch dann gleich beim Markt dann sehen werden, also wenn wir dann mal vorbeischauen natürlich. Ja, das klingt gut. Ja, wieso nicht? Eines Tages vielleicht, weil dieser Held sein Welch werden. Welche außergewöhnliche Rolle wird er für dieses Reich noch spielen? Es beginnt. In der Perle der Wüste. Ich glaube, so durch die Jahre hat sich grafisch nicht wirklich verbessert. Vielleicht kommt das ja noch nach dem Spiel. So währenddessen, da merkt es vielleicht dann nicht einmal mehr so stark. Das ist ein bisschen so. Nicht mehr der Shaker-Stay, sagen wir so. Hauptsache die Render-Trailer. Hauptsache die Render-Trailer. Schaut heftig babamäßig aus. Nicht sehr, was geht denn? Der ist wirklich ein lässiger Typ. Ah, ne. Ein Typ, der was links, rechts, überall herumschaut, der was sich gar nicht so auskennt. Ja. Ah, vielleicht passt er. Aber nur vielleicht. Das trifft mit dieser stylischen blauen Brille.
Ja, sind auch eine verlangte Fixers. Oder irgendeine Mission oder irgendwas in der Richtung. Die verlangen ja immer irgendwas. Na moin. Na gut, dann. Ah, okay. Definitiv Controller. Definitiv. Automatisch schlafen? Interessant, interessant. Es gibt sogar automatisch schlafen. What the fuck? Aha. Ja, wollte halt mal kurz drauf achten. Ich wollte mal kurz drauf achten. Na gut. Servus, Gesti. So, ja, okay, ja. Ja, na gut, passt. Machen wir das mal. Jetzt habe ich das Gefühl, dass das ein Haken sein wird. Ah, dann werden wir das natürlich gleich mal tun. Guter Hinweis. Wenn es zu schnell geht oder sonst irgendwas, kann ich es in meinem Lesetempo machen. Wenn ich zu lang brauche, dann brauche ich halt zu lang. Wenn ich zu kurz brauche, brauche ich halt zu kurz. Text nicht mehr anzeigen, das ist richtig nett. Passt. Das ist schön. Na, ich hoffe, dass das mir jetzt mal nicht angezeigt wird. Na gut, Gott sei Dank haben wir eine Karte. Sonst könnten wir uns sie überhaupt nicht orientieren. Und haben wir sie eine. Okay, Gott sei Dank brauchen wir da wenigstens keine Ladesequenz oder so und irgendetwas. Okay, ich muss halt. Ah, okay, da rennt er schon wieder automatisch hin. Aha, okay. Ja, und da tun wir schon wieder. Ah, jetzt verstehe ich das mit dem automatischen Loslaufen. Also wenn wir wirklich da gerade nur die ganze Zeit laufen müssen, dann läuft der eh automatisch. Und dann müssen wir das nur wie bei DC Universe machen. Interessant. Geil. Geil. Ist ja was geht's, der Kleine? Lieb. Es gibt sicher bessere Städte, aber na gut. Schönes Gebäude, bist du hoch, oder? Da, ja. Ob wir da mal hochkommen? Schon geil, wenn man da hoch könnte und alles drum und dran. Uiuiui. Uiuiui. Da kommt Zauber. Ui, wach. Kann wegwischen.
Schön. Ja, irgendwie schon. Irgendwie klingt das schon sehr poetisch. Ah, schön. Schön zu wissen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht zwar nicht zur Ruhe setzen, aber wer weiß. Na, immerhin keine Teppiche. Teppiche habe ich genug. Dankeschön. So, der Doppel. Okay, natürlich, yes. Spürwandel, ich gehe in die. Geil. Oh. Jetzt weiß ich, wieso wir das alles machen sollten. Wenn ich das richtig verstehe, das Ho-Ho? das ist richtig verstanden, das Ho? Nicht schlecht. Ja, vielleicht ein, zwei Mal pampern. Mit Augen zu, geht schon. Augen zu und durch. Also ja, fein, da kann man eh ruhig zuhören.